Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem endlichen Video. Ich bin's wieder mal unter StorchpeikeHD und hier heute schon mal eine Runde Minecraft und dazu gibt's noch eine kleine Real Life Story. Es wird erstmal die Zeit lang keine Videos mehr kommen, großartig, und keine Streams mehr. Das hat auch seinen Grund. Ich hatte vor kurzem einen starken Fahrradunfall im Wald und ja, deswegen können jetzt eine Zeit lang keine Videos mehr kommen. Ich will mich deswegen jetzt schon mal entschuldigen an euch. Und hoffe, dass ihr es mir nicht allzu schlimm nimmt. Es fällt mir schon schwer, alleine noch ordentlich laufen jetzt zu können im Moment. Und ja. Ich bin gerade direkt nach dem Rauf, müssen wir erstmal in direkt nach dem Wasser geht. Boah, erschreckend. Werde jetzt die Zeit lang erstmal keine Videos mehr vorsorglich machen. Vielleicht würde ich ab und zu noch ein paar Streams machen, aber auch nicht mehr regelmäßig, nur noch selten. Da es mir nicht mehr, wenn man nicht so gut geht. Ich schätze mich, ich habe mir irgendwas in den Rippen getan und ja. Ich hoffe mal, dass es für euch so ein Open geht. Jetzt fürs erste erstmal keine Videos mehr großartig machen werde. Tja. Also ihr müsst euch bedenken, wir sind durch den Wald gefahren, eine kleine Radtour. Und ja, immer schnickt meine Vordergabel ein. Beim Nichts machen. Die schnickt einfach ein, bleibt einfach fest. Wenn ich mehr raus die Fotokappe. Danach setzt es mich fest. Also nach zieht es mir den Fotoreifen weg. Und ja, was halt danach halt passiert. Passiert normalerweise, ne? Mich haut es halt danach übelst hin, wie sonst was. Und habe einen Lenker in den Bauch reinbekommen und in der Rippen. Einen Vorderreifen habe ich ins Gesicht und in den Bauch bekommen. Und ja. Deswegen fällt es mir so etwas schwer zu laufen, großartig und so. Ich werde jetzt direkt noch keine Videos mehr großartig kommen. Mein Fahrrad steht jetzt beim Nachbar, dadurch, da er sich drum kümmert. Weil mir das verzögert ist, großartig am Fahrrad. Bei mir ist Bremsen verzogen, ein paar Sachen vom Fahrrad und noch mehr. So, Holzschleif brauche ich auch nicht. So. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, ihr gebt euch damit so recht, ich jetzt erstmal fürs erste nicht mehr großartig viel Videos machen werde. Ich werde versuchen, noch etwas regelmäßig noch Videos machen zu können. Ich werde versuchen, noch etwas zu streamen, aber ist das nicht so, wie es ist. Falls keine Streams großartig kommen sollten, wisst ihr warum. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst, ne? Und ja. Seit neuestem bin ich auch eher mehr aufsitzen als ein Minecraft-Spieler. Habe ich von manchen Games schon richtig großartig gut abgewöhnt. Ja. So, ein Schwert in die Hand. Frag mich, was das eigentlich ist. Bist denn du? Achso, jetzt kommt von oben drauf. Achso, und was ist das? Vorne sind die Leute. Schade drauf. Los, komm schneller.
keine Lust zu warten. Einen Helm. Die Schuhe habe ich ja leider schon. Ja, habe ich schon. Was sind noch drinnen? Brandes Hähne. Qualitätsträger, ja, habe ich schon. Auf jeden Fall, ich schätze mal, ich habe mich irgendwie geprellt in den Rippen oder so, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall, als der Unfall passiert ist, habe ich erstmal kaum Luft bekommen. So. Da ist der Typ. Hände reinpressen eigentlich. Sheesh. Ich feile. Scheiße. Egal. Auf jeden Fall, mir geht es halt im Moment halt nicht mehr halt so gut und ich hoffe, es könnt ihr verkraften. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Ich werde wirklich versuchen, jetzt die nächsten paar Tage noch etwas Videos aufzunehmen. Aber damit meine ich jetzt Videos von Gameplay, wie ich am Zocken bin. Aber ist mir doch lieber dann am Ende streamen, auch wenn es mir nicht so gut geht. Und ja. Halt noch zu sagen, dass mir halt nicht so scheiße geht. Ich bin halt ein Lenker ein bisschen verzogen, Bremsen sind komplett verzogen gewesen. Ja. Richtig schlimm, aber. Naja, was wenn man halt anderes erwarten will, so bei einem dicken Crash. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und es ist eine echte Real-Life-Story, also es ist auch so süß, es ist mir so kurz ein möglichen Unfall passiert. Es ist mir genau vorgestern oder gestern passiert, weil es ist mir genau. Ich dachte gestern, aber ich weiß es nicht mehr. Oder was? Ich weiß es nicht, wie gesagt. Gestern oder vorgestern ist mir passiert, wie gesagt, immer noch nicht so gut. Also ich werde vielleicht aufdrücklich aktiv sein, sobald es mir besser gehen wird. Und ja. Falls ihr euch fragt, der tut den trotzdem wirklich hochladen, Fahrradvideos und so. Nein, lade ich nicht hoch. Ich lade zwar noch welche heute oder morgen hoch. Spätestens übermorgen. Aber das liegt daran, da das schon aufgenommene Videos von Anfang der Woche waren. Die habe ich halt aufgenommen. Und die habe ich dann halt jetzt noch in meiner auf meiner SD-Karte, also auf meiner Micro-SD. Werde ich mich damit mit dem PC wieder mit verbinden wieder. Ich werde es mir alles draufziehen, danach eine Runde am Schneiden sein. Auf jeden Fall, ja. So was wie ganz normale, was ganz normales für uns Menschen, rübsen, husten oder niesen. Kann ich jetzt auch nicht mehr, weil ich dann übelste Rippenschmerzen kriege für immer. Sozusagen, ich. Versucht es mir immer so gut wie es geht, das Niesen rauszulassen, aber kann man nicht schmerzen. Auf jeden Fall, ich habe mich schon teilweise dran gewöhnt oder so. Wird halt langsam. Dann sage ich euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da. Und dann sage ich so, ciao, Leute. Und wir gehen jetzt noch kurz zu dieser Bier-Sache damit. Ciao, Leute.